Im Viertelfinale der Brettspielautoren K.O. Challenge auf abenteuer-brettspiel.de stehen sich unter anderem Simone Luciani und Vlada Schwatil gegenüber. Zwei tolle Autoren, die ich auch sehr mag. Ja, Simone Luciani, natürlich einer der Eurogame-Autoren aus Italien, der dort oft im Team Spiele wie Wasserkraft, Grand Austria Hotel, Lorenzo il Magnifico und viele andere gemacht hat. Mag ich sehr, muss ich sagen. Vlada Schwatil hat große Erfolge mit Codenames, mit Mage Knight, natürlich Through the Ages, also auch ein sehr flexibler Autor, der viele unterschiedliche Spiele gemacht hat. Für mich eine schwere Entscheidung, muss ich sagen, aber ich habe mich hier für Simone Luciani entschieden und ihr könnt natürlich auch abstimmen auf abenteuer-brettspiele.de für euren Favoriten und ein Brettspiel gewinnen.